so, ja, die fliegen sowieso runter. Huch. Ich hab versucht zu helfen, aber leider ging nicht. So, wo soll ich denn jetzt lang? Ich kann da runter. Ich glaube aber nicht, dass wir hierher müssen. Hm, die sind wohl tot. Nein, geht's bestimmt gut. Denen geht's bestimmt allen super hier. Bin ich mir ganz sicher. Jetzt ist nur eine leichte Prellung, was die jetzt hier. Also, ein Stückchen mit dem Aufzug runtergefallen. Ist doch jeder schon mal. Ist doch jedem schon mal passiert, oder? Oh. Gordon? Huch. Gordon. Hallo. I'm glad to see you. What the hell are these things, man? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht. Aber es sind ganz sicherlich keine Wissenschaftler. Oder waren Wissenschaftler. Bestimmt nicht. Oh. Guck mal, da kommt noch einer. Kannst du den mal vielleicht... Ja. Ah ja. So, würdest du mal schießen so? Vielleicht? Hast du vielleicht noch eine Waffe über? Tschüss. Lecker. So, aber man kann das immer noch machen, oder was? Man kann tatsächlich die Wachen ansprechen, wenn man sie mitnehmen will. Ja, das könnte natürlich passieren. Ach, guck mal, Hauptsache die Werbung funktioniert noch. Naja, gut, nicht so ganz, aber fast. Oh, kann man hier durch? Vielleicht soll ich erstmal kurz warten, wa? Warte mal, ich mach mal Taschenlampe an. Ach, ist nur der, ne? So, machst du den... Ja, super. Wunderbar. Blablabla. Finde ich jetzt aber nicht so nett. Ich würde gerne... Ach so, also super. Ist hier vielleicht eine Waffe? Ich könnte eine Waffe gebrauchen. Ah, immer diese Telefone. Weg dabei, gruselig. So. Ein Feuerlöscher, ja, Können wir hier noch irgendwas? Ja. Jo. Funktioniert. So, aber eine Waffe haben wir hier leider auch nicht. Verdammt. Oh. Okay. Kommst du? Ich könnte noch ein bisschen deine Hilfe gebrauchen. Fackeln aufnehmen? Ja, okay, gut. Nehmen wir nochmal so eine Fackel mit. Auch wenn ich jetzt nicht weiß. Ach, ich habe ja auch eine Taschenlampe. Ah, guck mal, wir können jetzt hier rein. Oh. Ja, gut. Da regt er sich auf, ne? So, mit den Armen nach oben. Okay, da ist noch einer. Wir können die also anfackeln. Sehr gut. Ist das Gas? Ah, hey, nice. Och, die schaffen das gar nicht bis hierher, glaube ich. Warning, Blickmesser, Research Facility. Ja. Ah, riechst du das? Das riecht gut, ne? Wollen wir vielleicht kurz einen Zwischenstopp einlegen? Ein bisschen was essen? So, ich hab Hunger. Was? Ich hab nicht gefrühstückt. Ja, meinst du nicht auch? Meinst du nicht? Das wär, oder? Ja, jetzt braucht sie eh keiner mehr. Ja, guck jetzt nicht so weg, als wäre das... Ja. Da entschuldigt er sich schon. Oh. Okay, ich nehme noch eine Fackel mit. Ah, guck mal, er kommt auch nach. Er ist Gott sei Dank nicht angefackelt. Hallo. Ja, so ungefähr. Ah, hier kommen wir auch nochmal rein. Bin ich. Ich gehe nochmal ganz kurz raus. Die Türen sind leider verschlossen. Vielleicht haben wir hier drin eine Waffe. Hier sind jede Menge Fackeln plötzlich. Da ist nochmal ein bisschen Feuer, da mache ich mal ein bisschen Licht an hier, wa? Haben wir hier eine Waffe vielleicht? Schon ein Telefon. Ich nehme ein Telefon als eine Waffe. Nimm das, Zombie, der nicht hier steht. So, warte. Hier klingelt's. Bei dir piept's wohl. So, Moment. Ne, eine Waffe scheint hier auch nicht wirklich zu sein. Wir müssen wohl erstmal vorlieb nehmen mit diesen Fackeln und unserem Kollegen hier, der ja auch wirklich sehr nützlich ist. Okay. Oh.
Dankeschön. Supi. Was? Entschuldigung, das... ich dachte nur, weil die sind doch böse, oder? Wie ist da drin denn bitte ein Dingens? Okay. Guck mal, der lebt doch bestimmt, oder? Ja, ja, ich mache ich schon. Alles klar, ist das sogar so gedacht, dass man hierher geht? Ah. Oh, Magazine. Habe ich jetzt auch eine Waffe? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, da ist nichts drin. Da ist ein Zombie drin. Komm her, den Feueralarm ausmachen. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt an ist. Hat doch gar keinen Grund. Ich könnte vielleicht ein bisschen leben, aber... Ach nee, wobei, ist eigentlich fast voll. Könntest du den mal bitte... So, ich glaube, sonst haben wir dann auch nichts mehr hier, ne? Oder gehen jetzt die anderen Schächte auf? Nee, ne? Bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. Da waren wir gerade. Ich kann mal... Achso, warte mal. Ich muss mich mal kurz hinlegen. So, wir müssen ja alles... Alles checken, ne? Nicht, dass hier irgendwo eine Waffe liegt und wir die dann verpassen. Okay. Alles klar. Zack. Dann einmal die Fackel nehmen und raus hier. So. Wo lang gehen wir denn überhaupt? Ich weiß nicht. Ja, wir werden noch sehen. Ich meine, demzufolge, was mir gerade passiert ist, können wir vielleicht froh sein, dass wir noch auf unserem Heimatplaneten sind, wa? Oh. Oh, jetzt ist hier ausgebrannt. Das ist ja blöd. Doc? Doc? Aua, 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 aua. Aua. Ja, ich auch. Renn doch hierher. Doc? Ja, jetzt. Was machst du denn? Kannst du nicht einfach da stehen bleiben? Ich brauch dich noch. Oh. Hinter dir. Hinter dir. Schnell. Komm hierher. Ja, was? Ich brauche jetzt endlich mal eine Waffe. Ja, dann mach mal weiter. Ja, super. Ja, Vorsicht hinter dir. Du Volltrottel, du. So, ich sehe denn nicht irgendwo eine Waffe. Ich höre hier immer noch welche. Das gibt's ja nicht. Ich brauche eine Waffe. No hard feelings, right? Nö, nö. Warum soll ich dir böse sein? Oh, Vorsicht! Du, halt ein bisschen Abstand. Ich glaube, du hast nur sehr, sehr wenig Leben über, wa? Okay. So, wir können diese Dinge also mitnehmen. Mmh, lecker! Das ist ja lecker hier. Wunderbar. Guck mal, den können wir ein bisschen rösten da vorne im Feuer. Mmh, huch! Und das... Alarm? Kann ich hier den Alarm aus? Ach, guck mal, die Lampe geht wieder. Guck mal, wenigstens die Lampe geht wieder. Ja. This is Sector C Anomalous Materials. We have an emergency situation here. I repeat, we have a code red emergency situation here. Possible biocontamination. Ne. Radiorauschen. Ja, ganz toll. Hm, naja. Du, ich glaube, wir müssen selber... Ich glaube, wir müssen selber ein bisschen gucken, wie wir klarkommen, wa? Ah, hier, guck mal. Aber da geht's auch noch lang. Ich speichere mal gerade. Ich weiß nämlich nicht, ob ich... Oh. Triffst du die auch? Aua. Aua. Mann, die knabbert hier an mir rum. Ach, da bist du. Ach, da, ja. Versteck dich halt in der Ecke, während ich hier angegriffen werde. Ja, ja, das werde ich mir merken, du. Okay, wir können hier rein. Hat der vielleicht eine Waffe dabei? Hilfe, oh, das wollte ich gar nicht. Ah ja, jetzt liegt er ein bisschen bequemer vielleicht. Okay, da geht's nicht durch. Schade. So, ist hier jetzt vielleicht irgendwo eine Waffe? Ah. Oh.
weiß nicht, wie ich dem hätte helfen können. Hätte man ihm helfen können? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Okay, dann gehen wir jetzt auch jetzt mal hier durch. Mag ich hier rein? Will ich hier rein? Ich weiß es nicht. Er versucht immer noch den Notruf anzurufen. Warte, ich speichere mal. Dann gehe ich mal hier rein. Und hier ist ein Werkzeugkasten. Ist da vielleicht eine Waffe? Da! Endlich! Nimm das! Aua! Wir haben eine Waffe! Wir haben die typische Half-Life-Waffe, würde ich mal behaupten, wa? Endlich! Hier unser Kuh-Eisen. Ach, guck mal. Jetzt können wir gleich da lang. Alles klar. Dann nichts wie raus hier. Stirb! Au. Das hat wehgetan. Oh, kann ich dem helfen eigentlich? Komm ich da rein? Ich weiß nämlich, was da... Ja. Ja. Mhm. Ich wollte sagen, ich weiß, was da gleich passiert. Aber ich darf leider nicht hier rein. Schade. Wir dürfen dem leider nicht helfen. Oh. Na? Bisschen noch ein bisschen was am Bearbeiten, wa? Das ist auch ein geiles Bild so, ne? Okay, ich erlöse ihn mal. Oh, okay. Ja, der zieht sich hier einen tollen Film rein. Der heißt... Blue Screen Dosa bla bla, ja. Oh. Okay, ich gehe mal hier durch. Ah, jetzt kommen wir hier in Sektor B. Jetzt können wir also doch endlich mal hier durch. Na, sitzt hier ein bisschen gemütlich. Ich helfe dir mal beim Sitzen. Ah ja. Ah ja, okay. Ladedaten. Aber wir haben endlich eine Waffe. Sehr gut. Jetzt können wir uns endlich mal verteidigen. Das finde ich doch sehr, sehr toll. Ja. Oh, wo sind wir denn hier? Irgendeine Kühlungsabteilung. Lebst du noch? Lebst du noch? Nee? Okay. Warte, kommen wir da noch woanders hin? Nur kurz mal checken. Ah, Taschenlampe habe ich an, okay. Ah, hier müssen wir, glaube ich, weiter, oder? Achso, da komme ich da so gar nicht. Ja, doch. Moment. Ich gehe erstmal da hinten rein, warte. So. Es gibt immer, es gibt ja recht viel zu erkunden in diesem Spiel. Moment mal, ist das nicht das Labor, wo wir drin waren? Nee, oder? Oder doch? Nee. Oder doch? Nee. Nee, ich glaube nicht. Hier ist ein bisschen Schnee, das ist auch ganz toll. Da ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Trockeneis oder so drin gewesen oder flüssiger Stickstoff, ich weiß es nicht. So, na gut, dann gehen wir jetzt mal da rein. Was? Was? Crowbar Gegentreffer? Was? Ich glaube, diese Kisten sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt zerstören, aber wir können alle anderen Kisten zerstören. Kann ich mal gerade gucken. Ja, okay, einen Moment. Das laden wir nochmal kurz. So. Das ist ja auch wirklich ganz toll. Man kann ja super schnell speichern und schnell laden und das ist auch immer super zügig. Ah ja, was ist denn hier? Hier tritt wieder irgendein Gas aus. Kann ich das zumachen? Ja, ich will es mit einem Stuhl zumachen. Das wird bestimmt klappen. Okay. Naja, dann gehen wir doch mal hier rein. Wo sind wir hier? Ist das ein Aufzug? Ah, das ist, glaube ich, ein Aufzug, oder? Vielleicht ist das dann nicht... Was? Hilfe? Hä? Das kenne ich ja gar nicht. Oh, Hilfe! Okay. Gibt's hier irgendwas?